ist der SSV weg, raus aus der zweiten Fußball-Bundesliga. Holt Karlsruhe keinen Punkt, steckt der KSC mittendrin im Abstiegsschlamassel. Das wird dem Gastgeber, dem SC Freiburg, völlig wurscht sein. Die haben das Selbstverständliche wahrgemacht, spielen in der kommenden Saison wieder in der Fußball-Bundesliga. Und genau darauf war heute alles abgestimmt, Sebastian Bernsdorf. Ein Signal in Rot, wir sind wieder da. In ihren neuen Erstligatrikots bestreiten die Freiburger ihr letztes Heimspiel. Das erste gegen den KSC seit 6 Jahren. Damals gab es ein 1:1. Der KSC spielte danach im UEFA Cup. Der SC Freiburg stieg ab. Ist eben ein schnelllebiges Geschäft. Nun die Karlsruher, getrieben von der Abstiegsangst. Engelhardt. Fritz heute mal auf links. Labbadia, toll zurückgelegt. Zenko! Das erst 19-jährige russische Talent, ein wenig hastig. Freiburg mit dem immer noch angeschlagenen Kobjaschwili, der Baldschalker in seinem letzten Heimspiel im Dreisamstadion beim Freistoß. Und der segelt und segelt zu Jaschwili. Das 1:0 in der 13. Minute, drittes Saisontor des Stürmers. Die KSC-Fans regungslos wie ihre gesamte Verteidigung. Kracht, Watering und Engelhardt stehen sich da auf den Füßen. Dann sprach sich herum, dass Reutlingen und Braunschweig, die Fernkonkurrenten, beide in Führung gegangen waren. Und jetzt schien die Abstiegsangst zu lähmen. Koulibaly, Jaschwili, da muss er hin, Willi, nochmal. In Burghausen hatte der 23-jährige Tobias Willi ja sein zweites Profitor erzielt. Kurz vor der Pause, Freistoß Zenko. Labbadia! Völlig allein, die Freiburger Zuordnung misslungen, aber der Ball kam zu überraschend zum 37-Jährigen im Karrierewinter. Zuletzt hatte er ja 4 Tore in 4 Spielen erzielt und der KSC braucht noch Treffer. Seitenwechsel. Die Karlsruher, wohl informiert über die anderen Spielstände, gaben Gas. Hassa. Immer noch. Klasse Flanke. Wakili. Und Richard Golz. Nur dem Tüchtigen hilft das Glück. Der KSC kämpfte. Engelhardt setzt sich durch. Labbadia! Schon wieder Bruno Labbadia. Die Entschlossenheit in Person. 11. Saisontreffer und schauen Sie in dieses Gesicht. Schauen Sie allerdings auch auf Condé, der gar nicht mehr versucht einzugreifen. Dennoch dieses 1:1 in der 55. Minute. Der gerechte Lohn für die Bemühungen. Dann alles ganz harmlos. Koulibaly mit einer Idee. Cikicvili, Tobias Willi und ein Elfmeter-Foul fürs Schiedsrichterlehrbuch von Wakili. Kein Spielraum für Diskussionen. Kobjaschwili, 8 von 10 Elfmetern hat er verwandelt. Und jetzt verlädt er Fischer, 9 von 11. Das 2:1, nur 3 Minuten nach der Führung, stürzt den KSC-Fanblock in neuerliche Depression. Und dieser Elfmeter war Kobjaschwilis Abschiedsgeschenk an die Freiburger Fans. Kurz darauf gönnte ihm Trainer Finke den großen Abgang. Berner kam. Doch die Karlsruher jetzt hellwach. Sie rackerten und rannten. Clemens Fritz. Wakili, der Elfmeterverursacher in seiner besten Szene. Und die Freiburger? Von wegen Schaulaufen. Die Gewohnheitstäter in Sachen Aufstieg legten sich ins Zeug. Foul kracht. Vorteil, Koulibaly, der Dynamiker. Und er ist drin. Das 3:1 durch Koulibaly. Aber so schön die Aktion war, den hätte Torhüter Fischer halten müssen. Wie lange noch? 18 Minuten. Karlsruhe gab noch nicht auf. Wakili, der eingewechselte Fuchs. Und nochmal Labbadia. Diesmal besser gestört von Diarra. Die letzte Chance
Das Zittern in Karlsruhe geht weiter, denn nach 7 Spielen ohne Niederlage verliert der KSC in Freiburg 1:3. Trainer Köstner versuchte sofort seine Spieler aufzubauen, Mut zu machen, aber die Abstiegsangst steckt ihnen jetzt ganz, ganz tief in den Knochen, trotz einer guten Leistung. Ärgerlich ist einfach nur, dass wir den Ausgleich schaffen und im Grunde da das Spiel eigentlich im Griff haben. Und wenn wir im 1:1 runtergehen, sind wir gerettet und wäre alles in Ordnung. Und gut, es wird nochmal ganz bitter. Wie würden Sie jetzt die Ausgangsposition Ihrer Mannschaft beschreiben vor dem letzten Spiel? Ja, die Idee ist doch noch gut. Ich möchte nicht an der Stelle von den anderen sein. Wir haben es doch selbst in der Hand, wir haben uns das selbst erarbeitet. Ja, und die Mannschaft wird es auch richten, da bin ich fest davon überzeugt. Wir werden es alle gemeinsam richten, so wie wir es die letzten Wochen, auch wenn es brutal schwer wird. Der Druck wird immer größer, aber der Druck war schon vor Wochen groß. Und er ist abzulesen in den Gesichtern. Noch können sie es ja aus eigener Kraft schaffen, aber der letzte Gegner heißt Greuther Fürth. Wie im vergangenen Jahr muss der Karlsruher Sportclub bibbern und bangen bis zum letzten Spieltag. Bloß nicht verstecken jetzt. Ja, so Körpersprache kann eine ganze Menge aussagen. Lorenz Günther Köstner spricht von einer guten Ausgangssituation. Die Körpersprache der Spieler des KSC sagt ja doch ein klein wenig etwas anderes aus. Und das können wir nachvollziehen, wenn wir jetzt mal da unten auf die Tabelle gucken, nach dem 33. Spieltag.